vorm Training. Ganz exklusiven Sitznachbarn. Buba, aka Bubala. Neuzugang. Und? Erster Eindruck? Super. Super. Mit dem Sitznachbarn. Er lügt, aber. Sein Verziehen. Vor mir sitzen Kyung und Okan. Okan, sag mal hallo. Möchtest du deine türkischen Fans grüßen? Grüß alle. Ja? Kyung, ein Gruß nach Korea. Nein? Ach, er ist ein bisschen schüchtern. So, liebe Freunde, jetzt gebe ich euch einmal einen kleinen Ausblick aus meinem oder von meinem Balkon direkt auf die Therme. Sehr schön, sehr schöne Architektur. Gut, ist auch ein bisschen Geschmackssache, aber wer es mag, ist natürlich gemein, wenn man ja, 2 bis 3 Mal Training am Tag hat und man hat direkt vor sich die, ja, die Leute, die hier ein bisschen relaxen und sich eine schöne Zeit machen. Auch sehr interessant. Sehen wir mal, was die zwei machen. Die zwei Herren von der Medienabteilung. Wenn die gerade mal Luft haben, sind sie natürlich beinhart am Trainieren. Ja. Und da werden wir uns auch gleich einfinden zu einem kleinen Aktivieren, bevor es heute Nachmittag oder bis heute Abend dann gegen Klagenfurt geht. Ich bin mal gespannt, ob die zwei auch mit dabei sein werden oder vor Muskelkater dann doch lieber ins Wellnessbad gehen werden. Ja, Lasse. Hoppla. Soll ich die Kamera halten? Komm, dann halt sie doch mal bitte hier, so dass es so ein bisschen hält. Tu doch hier rein. Schlechte Vorbereitung. Entschuldigung, wir sind ja auch keine Profis, also okay, was das Filmbusiness betrifft. Ja, Lasse, du bist jetzt ein Neuzugang hier. Wie hat dich die Mannschaft aufgenommen so? Fühlst du dich wohl? Wieder zurück? Zurück in deiner alten Liebe? Das ist doch wie nach Hause kommen, oder? Also da kannst du, brauchst nicht umziehen, du warst schon in der Stadt und bist auf einige das Ausnahmen. Ist eigentlich, was, Ach ja. Ja, danke Lasse fürs Gespräch. So Philipp, jetzt habt ihr beiden genug philosophiert. Tag 2, erzähl mal. Hier in Villach. Ging schon sehr früh los, um 7 Uhr ging es zum Waldlauf, 6 Kilometer. Oder war knackig. Kurz und knackig. Ich habe ausgerechnet 12 km/h auf 6 Kilometer, sprich wir sind 30 Minuten gelaufen. Und ja, um 10 Uhr war schon die zweite Einheit und um 15.30 Uhr dann die dritte Einheit. Und dann dachte ich schon, okay, boah, jetzt Abendessen und dann schön ein bisschen relaxen. Ah nein, da war ja noch ein Spiel heute. Dann nochmal 90 Minuten gespielt und ja, ich glaube, ich habe den Rekord gebrochen. 3 Trainingseinheiten, 1 Spiel, binnen 24 Stunden, aber von nichts kommt nichts. Von daher, schauen wir. Trotzdem Gegentor. Trotzdem Gegentor bekommen, ja. Hilft alles nichts. Also ich muss noch 5 Einheiten machen. Ich muss mehr machen, das hilft nichts. Ich muss immer dranbleiben. Ja, und morgen nur 2 Einheiten und dann werden wir mal gucken, was dabei rumkommt. Vielleicht gehe ich trotzdem laufen um 7. Mal gucken, weil man ist da schon so drin. Denn der frühe Vogel fängt den Wurm, wie ich heute Morgen schon überlegt, was wir machen. Bis 8. Das ist ja auch lange Zeit. Ja. Also meine innere Uhr weckt mich ja schon um 6. Können wir uns eigentlich auch gemütlich treffen. Ja. Um 7 los. Ins Spaßbad nochmal kurz. Ein bisschen rutschen, dann laufen gehen und dann trainieren. Ja, genau. Und erfolgreiches Spiel heute 3-1 gewonnen.
eine zähe Geschichte, weil manche Spieler schon die Einheiten schon in den Knochen hatten, auch dreimal schon trainieren hatten vor dem Spiel und trotzdem 90 Minuten gespielt haben. Da ziehe ich den Hut vor. Und ja, und jetzt alle tot ins Bett fallen. Und dann ja, 7 Stunden schlafen, 6 Stunden schlafen und dann. Ja, okay. Wenn wir 7 raus müssen, dann ja. Haben wir nicht mal ganz so viel Zeit. 8 Stunden. So. Ja. Also, bleibt dran, morgen gibt es eine neue Folge.